Ja, du hast dir Kartoffeln und Avocado ausgesucht. Und ich denke mal, daraus mache ich hübsche Backkartoffeln mit einer sozusagen einer Sour Cream aus Avocado. Los geht's. So, mit der Sour Cream fangen wir mal an. Dafür braucht ihr erstmal die Avocado. Die könnt ihr erstmal halbieren und aushöhlen. Und das Avocadofleisch könnt ihr gleich in einen Mixer geben oder wenn ihr einen Pürierschal habt, dann in ein hohes Gefäß. Dann braucht ihr 50 Gramm Cashewkerne, die könnt ihr gleich dazugeben. Außerdem 200 Milliliter Sojamilch. Dann einen Esslöffel Apfelessig, Zitrone und Ahornsirup. Dann noch einen Teelöffel Senf und einen Teelöffel Salz. Und das Ganze wird jetzt püriert, bis ihr eine schöne feine Creme habt. So, die Creme könnt ihr erstmal in eine Schüssel geben. So, dann braucht ihr noch ein paar Kräuter und zwar so viele wie ihr mögt und auch welche ihr mögt. Ich habe jetzt hier nur ein bisschen Schnittlauch und Petersilie, aber ihr könnt auch Basilikum reinmachen oder Dill. Ja, was ihr gerne haben möchtet, die schneide ich jetzt ganz einfach klein. Und gebe sie in die Creme und rühre das Ganze einfach einmal durch. So, dann ist die Avocado-Creme schon mal fertig und jetzt geht's an die Kartoffeln. So, für die Kartoffeln braucht ihr erstmal ein Backblech mit Backpapier und darauf könnt ihr dann schön großzügig Olivenöl verteilen. Auch nicht zu viel. Mit der Hand könnt ihr es auch so ein bisschen verstreichen. Dann habe ich hier grobes Salz. Und das verteile ich einfach auf dem Olivenöl. Wenn ihr kein grobes Salz habt, nehmt halt einfach feines. Möglichst gleichmäßig verteilen. Dann braucht ihr wieder Kräuter und ihr könnt wieder nehmen, was ihr möchtet. Ich habe jetzt hier Petersilie, Basilikum und Schnittlauch. Und ihr könnt Rosmarin nehmen oder Dill oder Koriander zum Beispiel. Ja, was ihr möchtet. Und das legt ihr dann auf das Blech. Drückt das Ganze ein bisschen in das Öl. Und zwar an doppelt so viele Stellen, wie ihr Kartoffeln habt. Also ich habe jetzt 9 Kartoffeln. Das heißt, ich werde jetzt an 18 Stellen so ein bisschen Kräuter legen. Schnittlauch könnt ihr zum Beispiel klein machen. Ein bisschen so über Kreuz legen. Je nachdem, wie groß nachher eure Kartoffeln sind. Dann nehmt ihr eure Kartoffeln und halbiert die alle einfach. Am besten immer an der breitesten Stelle. Und legt die dann ganz einfach auf euer Backblech, auf die Kräuter und drückt das Ganze schön fest und achtet auch darauf, dass die Kräuter wirklich darunter verschwunden sind. So, und alle wirklich schön fest andrücken. So, und die kommen jetzt bei ungefähr 160 Grad für circa 25 Minuten in den Ofen. So, das waren jetzt 25 Minuten. Die sollten jetzt eigentlich durch sein. So, dann schauen wir uns das nochmal von der anderen Seite an. Ja, wunderbar. Und schon habt ihr einen einfachen Hauptgang, der auch noch wirklich gut aussieht. Das grobe Steinsalz sieht man übrigens noch an dem Rand der Kartoffeln so ein bisschen. Und ja, finde ich, sieht auch gar nicht so schlecht aus. Wenn ihr das nicht mögt, dann könnt ihr natürlich, wie gesagt, einfach feines Salz nehmen. Das geht genauso. Ja, mal kosten. Auf jeden Fall zieht das Salz auch ein bisschen in die Kartoffeln ein und mit der Avocado Sour Cream, ja, schmeckt das wirklich unglaublich lecker. Ja, wenn ihr noch andere Kombinationen ausprobieren wollt, dann klickt einfach hier auf zurück. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Thank you.